Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3. Wir sind immer noch mit dem Deadpool-Auto unterwegs. Die Fasttreffer vom letzten Part mit dem Forzaton haben wir gemacht. Und deshalb frage ich mich, wieso ich eigentlich noch mit dem Auto rumfahre. Aber egal. Oh, es geht ja direkt los hier. Oh, der Start war aber gar nicht mal so extrem wie sonst immer. Hier noch ein Jaguar mit dabei und so. Bin mal gespannt, ob ich da überhaupt eine Chance habe, weil mir der ja immer so blöd auch wegrutscht. Ah, geht einigermaßen. Ah, fuck. Wir müssen schauen, dass er nicht unbedingt so mega driftet, weil dann wird es ein bisschen schwierig, den zu halten. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem wirklich hier noch was reißen kann. Ah, es geht gerade einigermaßen. Obwohl, wir holen gerade ein bisschen auf. Ah, sieht doch ganz gut aus. Ja, wir schauen mal. Schauen mal, wie das Rennen noch weiter verlaufen wird. So, ah, das ist halt das Problem. Wenn sie dann durchdrehen, die Reifen, dann wird es sehr schwierig, den zu kontrollieren, den Wagen. So, oh, 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 oh. Nicht hier dagegen fahren. Okay, hier haben wir Runde Nummer 2 gleich. Das wird auch da oben angeschrieben. Auch ganz cool. Sehe ich gerade so zum ersten Mal. So, wir machen ein bisschen Windschatten. Oh, jetzt sind die Punkte weggegangen. Wenn ich mal hinten reingefahren bin, war jetzt nicht unbedingt geplant, aber ja, die Punkte sind jetzt nicht... Ja, sind schon irgendwie manchmal wichtig, aber jetzt für das Rennen nicht ganz so wichtig. Ich meine, wäre schön gewesen mit dem ganzen Windschatten-Ding. So, ich kuschel hier mit dem und die Punkte bleiben trotzdem noch da. Na, es fahren sie ein bisschen davon. Ja, okay, wir haben noch die Runde und die nächste Runde. Da haben wir noch ein paar Möglichkeiten, irgendwo zu überholen. Ah, wenn der wegdriftet. Das ist das Miese. Jetzt bin ich hier auch nicht richtig innen durchgekommen. Oder nicht so, wie ich wollte, weil der ein bisschen blockiert hat. So, jetzt kommen wir hier jetzt mal so ein bisschen schöner Windschatten. So, ja, genau. Sauberes Rennen. Das hat das saubere Rennen irgendwie das Windschattenzeug hier, keine Ahnung, weggemacht. Ah, noch ein Drift mit rein und noch ein bisschen Zerstörung. So, komm, gib mir die Punkte. Gib mir die Punkte, sehr schön. So, jetzt. Und gib mir endlich mal hier auch den Platz. Gibt's ja gar nicht. So, oh, der wird eng. Hervorragendes, sauberes Rennen. So. Ah, Achtung, nicht so viel wollen. So, okay, geht einigermaßen. Bin jetzt nicht so ideal gefahren, aber wir haben noch gut Zeit hier. So, hier geht es nur noch geradeaus. Okay. Da vorne haben wir die Ziellinie. Okay, eigentlich gar nicht. Also man muss sich schon... Ich hatte nie Zweifel, dass du das Ding machst, Boss. Na, ich mit dem Wagen schon so ein bisschen. Also man muss schon ganz schön aufpassen mit dem Wagen. Weil da einen kleinen Fehler oder ein bisschen zu viel, dann ist er weg und dann... Ja, ich sag mal, andere Wagen, gerade zum Beispiel auch wie meine Corvette oder so, die verzeihen noch ein bisschen was. Aber der, ich hätte mir irgendwie auch vom Fahrverhalten her besser vorgestellt. Aber, na gut, so ist es halt. Jetzt müssen wir mit dem Wagen ein bisschen klarkommen. Ein bisschen muss er sich ja auch rentieren. So ein alter Challenger, den haben wir doch schon, oder? So, was gibt's Tolles? Wow, 7000. Auch jetzt nicht so mega viel. So, ein paar Fans. Ja, da sind wir bald soweit. Für die nächste Stufe. So, wir sind hier bei Surfers Paradise noch so ein bisschen. Wir sind gerade hier hinten. Was ist das hier eigentlich? Ach so, Sprintrennen. Ich habe irgendwie im Augenwinkel immer so einen komischen Haken gesehen. Gedacht so, Alter, was will ich hier mit so einem komischen, keine Ahnung, so Harpunhaken, ne? Aber... Ist ja nur ein Sprintrennen, oh Mann. Nun gut. In 100 Metern links
So, Mittel. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Zur Herausforderung. Aber dann sind wir, keine Ahnung, ganz woanders vielleicht am Schluss. Und dann müssen wir alles wieder zurückfahren vor das Rennen. Aber so ein paar Herausforderungen können wir schon mal machen. Ich denke, da gibt es irgendwie auch Achievements mit irgendwie gegen alle Wagen mal Herausforderungen gewinnen oder keine Ahnung was. So, hier haben wir sogar eine Meisterschaft. Ich mache jetzt mal ein Fanrennen und dann vielleicht eine Meisterschaft. 6,1 Kilometer, was haben wir hier? Tramline Sprint. Muss ich da theoretisch immer alle machen oder reicht eins? Offroad in the City. Könnten wir mit meinem Lambo fahren und hier könnten wir mit Anything Goes. Okay, also eigentlich mit der Corvette, aber ja komm, machen wir mal mit dem weiter. Eigentlich doch manchmal interessant. Mal ein bisschen was anderes. Ich meine, wir werden noch genug so Sportwagen fahren. Da können wir auch zwischendrin mal den hier fahren. So, vor allem die Gegner haben ja auch teilweise so dieselben Wagen. Hier und da sticht ein Wagen raus, der nicht ganz reinpasst, aber egal. So, los geht's. Ich finde, bei den Rennstarts ist es mit dem Durchdrehen gar nicht so extrem, komischerweise. Nur irgendwie, wenn ich normal fahre, das finde ich seltsam. Oh, fuck, jetzt gebe ich hier was ab. Ist gar nicht gut. Platz 10, Alter. Oh, Mann. Muss mal ein bisschen aufpassen hier. Oh, wir fahren sie ein bisschen langsamer. Weg da, weg da. Alles ein bisschen angerempelt. Trotzdem hier sauberes Rennen bekommen. Gehen jetzt einigermaßen geradeaus. Wieso habe ich gerade hier Schleuder bekommen? Ich bin geradeaus gefahren und krieg Schleuder. Nein, es rutscht einigermaßen. Ich muss auch ein bisschen natürlich schauen, dass ich nicht so gegen die Bande knall, wegen meine Punkte. So ein bisschen mit den Fähigkeitspunkten sollte man ja auch ein bisschen aufpassen hier. Bäm, 18.000. Neuer Aufstieg hier. So, was haben wir denn hier? Wir sind bald bei der Hälfte. Platz 4. Ja, sieht doch ganz gut aus. Oh, hier einmal durch den Kreisverkehr oder... Keine Ahnung. Ja, doch, ist schon Kreisverkehr eigentlich. Nein, Hammer. Ganz schlecht verkackt. So, oh, wir kommen ran. Wir kommen ran. 60% haben wir. So langsam sollten wir schauen, dass wir in den Podiumsbereich kommen. Ah, das war zu viel. Sorry. So, Alter. So. Leute, Leute. Alle mal anrempeln. Jeder darf mich antatschen. Oh, wow. Ah. Alter, nein, Alter. Guck mal, wie viel mich überholen. Verdammt. Das war nicht gut. Hier habe ich schon so ein bisschen... So. Platz 2. Okay. Guck mal, Alter, wie viel... Alter, wie das halt einfach hier Geschwindigkeit kostet. Schon krass. Ich rutsche da noch so ein bisschen. Das ist doch mega mies. So, hier einmal weiter. Jetzt habe ich einen Checkpoint verpasst. Wollt ihr mich verarschen? Was ist los, Mann? So viel habe ich noch gar nicht zurückgespült in dem Spiel. So, oh, okay. Ich habe schon gedacht, ich rutsche wieder hier in die Mülltonne rein. Wollt schon wieder meckern. Uiuiui, das war aber auch ein bisschen knapp. Das war auch kurz vorm Drift hier. Alter, der kommt noch. Ich hab's ganz genau gehört, wie er noch hier überholen wollte. Noch richtig beschleunigt. Dir gefällt der Ausblick vom Siegertreppchen wohl was? Ja, vor allem, wenn es immer so knapp ist, ey.
Das gibt's ja gar nicht. Es war ja mal wieder mega knapp, vor allem mit dem Zurückspulen an sich. Ohne Zurückspulen wäre da nichts gewesen. So, okay. Gibt wieder ein paar Fans. Aber ich glaube, ich muss noch mal ein Rennen machen. Damit das hier was wird. Hallo, Big Boss. Ich habe da einen Fahrer, der perfekt für deine Aufstellung wäre. Ja, wir können mal ein bisschen später schauen. Wir wollten noch ein Rennen machen. So, jetzt haben wir das hier. Ah, das Fanrennen haben wir jetzt Gold. Sieht man jetzt hier richtig schön. Was haben wir hier? Unentdeckte Strecke. Wo sind wir überhaupt? Ach, da drüben. Okay, was haben wir hier? Driftzone. Hey, da sind wir doch schon mal durchgefahren. Ah, 4441er. Okay, mit dem Wagen. Weiß nicht so genau. Das hier haben wir. Aber guck mal, hier ist die Meisterschaft. Haben wir so ein Schloss dran. Wie kriegen wir die Meisterschaft hin? Das ist so eine Frage. Hier haben wir die Meisterschaft zum Beispiel schon mal gemacht, aber das Fanrennen nicht. Ja, dann machen wir hier noch das Ganze hier. So, einmal wenden. Ah, das war fast zu viel gewendet. Das ist so übel, wie der durchdreht. Ich weiß nicht, also lang werde ich den Wagen, würde ich mal sagen, nicht fahren. Oh, wir haben jetzt ein Foto. 210 könnte ein zweiter Stern werden, oder? In 100 Metern links halten. So, hier ein zweiter Stern. So, ein paar Fans. Jetzt stand aber gar nichts dran, wie viel wir mehr machen müssen, oder? Ich habe gerade gar nichts gesehen, wie viel wir mehr machen müssen, damit wir 3 Sterne bekommen. So, oh, ja, kannst du nicht mal entscheiden. Ist ganz genau gesehen, der wollte abbiegen. Gibt's doch gar nicht. So, einmal hier. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, ja, hier sieht man es, Meisterschaft abgeschlossen. Fanrennen. 2 Runden. So, hier haben wir wohl so. Ah, ne, das ist nur mit dem Wagen, oder? Super Mega Fun Happy Crib. Das hört sich irgendwie auch interessant an. 5 Runden. Okay, hier haben wir 3 Runden. Japan-Style. Haben wir aber echt gar nichts. Oder hier einfach mit allem. Das scheint eigentlich meistens hier. Ah, nee, das sind von verschiedenen Leuten, oder? Das ist Horizon. Das ist irgendwie ein ganz spezielles Moment. Event. Und hier ist von anderen Leuten. Was kann man hier reinmachen? Für diese keine Autos sind. Ah. Okay, hier haben wir nichts. Machen wir einfach das hier, oder? So, aber ich würde mal sagen, wir nehmen mal. Wieso habe ich eigentlich so viele Wagen? Ich habe einen Ferrari. Ah, ja, ich glaube gewonnen. Alter, voll geil. Ich nehme die Corvette. So, Alter, was ist denn hier alles dabei? Irgendwie habe ich gerade so ein bisschen das Gefühl, dass ich ein bisschen überlegen bin. Einen Wagen habe ich gesehen, den konnte ich gerade nicht ganz zuordnen. Obwohl, okay, hier hinten haben wir einen Aston Martin? Ne, Jaguar. Ich verwechsel mal manchmal so ein bisschen, wenn man nicht genau hinschaut. Aber hier hinten, der Mini Cooper an sich. Ich meine, okay, es wird sicherlich so ein fetter Cooper S sein, aber trotzdem, der müsste doch easy zu machen sein. Wenn ich hier nicht gegen die Wand drifte, natürlich. So. Oh, ja, müssen wir aber uns trotzdem noch ein bisschen anspringen hier. So. Ah, verdammt. Ich hätte gedacht, es reicht und hier bleibe ich auch noch hängen. Kriege ich jetzt wieder meine Punkte zurück? Weil hier war das ja noch nicht so ganz. Nee, die Punkte sind weg. Alter! Irgendwie stimmen die Pfeile voll nicht. Guck mal, hier wären sie ja nur gelb. Wenn ich hier direkt bremse. So,
Irgendwie seltsam. Bisschen seltsam. So, eigentlich wollte ich ja fast schon wieder abkürzen. Bis ich dann wieder so gedacht habe, ah nee, nicht abkürzen. Na, hier sonst den Checkpoint nicht bekommen. Guck mal, auch da vorne. Was ist denn das vor dem Mini Cooper? Ich erkenne es gerade nicht so ganz. Ich habe so eine Vermutung, aber bin mir nicht ganz sicher. Ist das nicht ein VW Jetta? Oder so ein alter, oh, wie heißt das? Scirocco? Nee, ein Scirocco. Nee, das ist ein Audi. Ist ja ein mega alter Audi, oder? Ah, ein Audi Quattro. Oh, vor lauter Gucken schon wieder in der Kurve, ey. Das gibt's ja gar nicht. So, ein Moment. Zweite Runde, letzte Runde. Wir sollten gar nicht so auf die Wagen schauen. So, oh, Platz 1 hat aber auch noch so ein bisschen Vorsprung. Müssen wir auch ein bisschen schauen. Alter, wie die schon wieder bremsen. Ah, Lotus vorne. Okay, gegen Lotus. Ja. Ich weiß nicht, wie viel ein Lotus an sich hat, aber ich glaube, eine Corvette könnte, glaube, besser sein. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Ich denke, es ist nicht so mega viel mehr, aber ich glaube, eine Corvette sollte rein leistungstechnisch, glaube, besser sein. Würde ich jetzt mal so vermuten. Ich will es jetzt nicht behaupten. So, oh, wir haben schon die Ziellinie und ich bin vorne. Gerade noch so bekommen. Okay, auch ein seltsames Rennen. Ich habe mehr auf die Autos irgendwie geschaut. Schon wieder gewonnen. Aber eigentlich war das ein Gemeinschaftssieg von uns beiden. Was? Die hat doch gar nicht mitgemacht. Aber guck mal, Alter, guck mal die Statistik an. Oder die Klassen. Audi Quattro 883. Ich habe auch 883. Lotus 882. Okay, ich hatte recht. Die Corvette ist besser. Ja, aber die sind doch irgendwie voll hochgetuned, oder? Der Cooper, 879, das sind noch keine Standard-Dinger. Lamborghini Urus. Wir haben doch einen Lamborghini Urus, der hat doch nicht 880. Also das muss ich mal nachschauen. Hat mein Lambo 880? Glaube ich jetzt auch nicht so ganz, oder? Müsste ich mal wirklich schauen. Ja, aber ich glaube es nicht so ganz. So, kriegen wir nicht. Aber wir müssten jetzt doch hier weiterkommen, oder? So, sehr schön. Ein neues Festival zu eröffnen. Also nicht zu erweitern, sondern neues zu machen. Mit großen Schritten voran, Boss. Ich habe eine Liste der möglichen dritten Locations. Sieh sie dir einfach auf der Karte an. Ich erledige den Rest. Das Outback. Der natürliche Lebensraum von Kängurus, Reptilien und Geländewagen. Oder das Yarra Valley, Australiens Weinlandschaft. Perfekt, wenn du beim Fahren draußen auch mal was Grünes vorbeischimmern sehen willst. Wüste oder Wald? Ich weiß nicht, wollte ich schon das letzte Mal, wo ich die Chance hatte mit Surfers Paradise, da war ja auch das Outback da. Deshalb wollte ich mal hier hingehen. Mal schauen. Sieh dir doch mal die neue Festival-Location an. Aber keine Eile. Das ist Australien. Das Outback geht so schnell nirgendwo hin. So, oh, einmal da ganz hinten, mitten im Nirgendwo, errichten sie ein neues Festivalgelände. Ja, muss ich da jetzt hinfahren oder nicht? Bei nächster Gelegenheit wenden. Es stand da was dran und ich habe es nicht gelesen. Oder ich habe halt gedrückt und dann ist es ja schon rausgegangen. Steht es nicht mehr dran. Muss ich da hinfahren, um das zu bauen, oder baut es das nochmal allein? Ich weiß es gar nicht. Naja, ich könnte mal hinfahren oder ja, machen wir im nächsten Part. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.